Unsere erste Tour mit dem neuen Eriba führt uns am 22. September wieder an die dänische Nordseeküste, nach Vejers Strand. Im Juli vor 2 Jahren waren wir mit dem kleinen Pan schon einmal hier. Es sind nur 230 Kilometer bis zu den schönen Sandstränden nördlich von Esbjerg. Vejers Strand ist um diese Zeit wenig besucht, so dass es schon etwas schwer fällt, die riesige Auswahl an freien Plätzen richtig auszunutzen. Unser Tiny House hat die gewünschte Traumaufteilung. Hinter der Pantry eine große Sitzgruppe. Und vorn die kleine, dazwischen der Schrank und die Nasszelle. Frühstück um 10:45 Uhr. Unser Fritzi fühlt sich sofort heimisch. Naja, der kleine Wohnwagen hält das Rudel immer schön dicht beieinander. Na, ich hab noch was. Ja, sie braucht eine flache Schale. Das ist ein bisschen. Hinter den Dünen beginnt der geschlungene Pfad hinunter zum Sandstrand.
Am 6. August sahen wir die Anzeigen bei eBay und 2 Tage später war ich schon unterwegs nach Bad Bentheim. Gesehen, begeistert und gekauft. Der Eriba ist ein Triton 430 GT, Baujahr April 2004 und etwas länger als der kleinere Pan. Das Sonnendach haben wir just hier auf dem Campingplatz von Eriba-Freunden erstanden. Für sie war das Vordach etwas zu groß. Der Septemberwind ist doch schon etwas kühl, also Frühstück auf der Sonnenseite. Sonntag. Eine Radtour nach Norden zum Leuchtturm von Blåvand steht auf dem Programm. Natürlich mit Fritzi. Für Brigitte bereitet der harte Sand kaum Probleme. Aber die dünnen Reifen von meinem englischen Bordrad erweisen sich nicht als ideale Ausrüstung. Egal, nach 8 Kilometern erreichen wir die ersten Bunker von Blåvand und bald darauf auch den westlichsten Punkt Dänemarks. Der legendäre Leuchtturm schickt sein Licht 42 Kilometer weit hinaus über das gefährliche Hornsreff und warnt auch heute noch im digitalen Zeitalter die Seefahrer vor der riesigen Untiefe.